Weniger Studierende in der Metropole Ruhr. Im Wintersemester 2017/18 waren an den Hochschulen der Metropole Ruhr rund 255.000 Studierende eingeschrieben. Das haben Statistiker des Regionalverbandes Ruhr auf der Basis einer aktuellen Erhebung des Landesamtes IT-NRW errechnet. Das entspricht einem Rückgang von fast 7,2%. Denn im Vorjahr studierten mehr als 274.000 Hochschüler an einem Campus im Ruhrgebiet. Der Rückgang geht auch auf die Novellierung des Hochschulstatistikgesetzes. Bei einzelnen Hochschulen wurden die Daten für deren Standorte bislang am Hauptsitz gemeldet. Jetzt werden diese im jeweiligen Bundesland erfasst. NRW-weit waren im vergangenen Wintersemester über 763.000 Studierende eingeschrieben. Das waren 0,6% weniger als ein Jahr zuvor. Im Wintersemester 2016/17 hatte es noch einen Anstieg um 3,1% gegeben. Westspiel-Casinos, Jahresverlust mehr als verdoppelt. Die wirtschaftliche Lage der landeseigenen Westspielgruppe hat sich im vergangenen Jahr nochmals deutlich verschlechtert. Das gehe aus dem bisher noch unveröffentlichten Konzernabschluss des Casinobetreibers hervor, wie die Rheinische Post berichtet. Demnach hat sich das Konzernminus von 2,9 Millionen Euro im Vorjahr auf 7,6 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Die Ausweitung der Verluste um mehr als 150% wird sich nach Einschätzung von Branchenkennern erheblich auf den geplanten Verkauf auswirken. Die Landesregierung will mit dem Verkauf von Westspiel ihr erstes Privatisierungsprojekt umsetzen. Westspiel betreibt Casinos in Aachen, Bad Oeynhausen, Dortmund und Duisburg und beschäftigt über 1000 Mitarbeiter, die zuletzt an mehreren Standorten gegen ihren Verkauf demonstriert haben. Zu den Ursachen der hohen Verluste gehören unter anderem Abschreibungen auf das Projekt für einen Casino-Neubau in Köln sowie die Absicherung von Risiken aus Altersversorgungsansprüchen ausgeschiedener Mitarbeiter. Video zeigt geplanten Neubau der Rheinbrücke Duisburg-Neuenkamp. Voraussichtlich 2020 soll mit dem Neubau der Rheinbrücke Duisburg-Neuenkamp und dem Ausbau der Autobahn A40 auf 8 Spuren begonnen werden. Wie der Bauablauf geplant und wie die Brücke errichtet werden soll, zeigt die Straßenbaugesellschaft Degis schon jetzt in einem Video. Der Film ist ab sofort auf dem YouTube-Kanal der Degis zu sehen. Zwei Bauphasen sind demnach geplant. Zunächst wird südlich neben der bestehenden Brücke das erste neue Teilbauwerk errichtet. In der zweiten Bauphase folgen der Abriss der bestehenden Brücke und der Neubau des zweiten Teilbauwerks. Der erste Teil der neuen Brücke wird dann in seine endgültige Lage verschoben. Der Verkehr soll während der gesamten Bauzeit weiter über den Rhein fahren können. Das Video ist zudem auf der Projektwebseite der Degis zu sehen. Grüne kämpfen für Fahrradgesetz. Die Duisburger Grünen beteiligen sich an der Volksinitiative Aufbruch Fahrrad. Diese kämpft für ein Fahrradgesetz in Nordrhein-Westfalen, das 9 Maßnahmen festgeschrieben hat, die zu einer Erhöhung des Radverkehrs auf 25% bis zum Jahr 2025 führen sollen. Dafür sammelt die Initiative, hinter der der ADFC sowie der Kölner Verein Radkomm stehen, ein Jahr lang Unterschriften. Wenn mindestens 66.000 gültige Unterschriften zusammenkommen, muss sich der Landtag NRW mit der Ausarbeitung und Umsetzung eines Fahrradgesetzes beschäftigen. In der grünen Geschäftsstelle können Unterschriften geleistet oder Unterschriftenlisten abgegeben werden. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Initiative Aufbruch Fahrrad. UDE an Projekt Clever Cities beteiligt. Von der Natur für die Natur lernen. Das wollen Wissenschaftler aus Europa, China und Südamerika. Das Ziel: Städte so gestalten, dass sich die Bewohner wohlfühlen und gesund leben. Für die Medizinische Fakultät der Universität Duisburg-Essen bringt die Biologin und Epidemiologin Prof. Dr. Susanne Möbus ihre Expertise in das Projekt Clever Cities ein. Gemeinsam mit internationalen Kollegen sucht sie für Städte in Europa, darunter Hamburg, Mailand und London, sowie in China und Südamerika nach urbanen, naturbasierten Lösungen. Solche Lösungen können beispielsweise das Anlegen von Seen, Parks und Gemeinschaftsgärten auf ungenutzten Flächen sein oder auch die Begrünung von Dächern. Bei ihrer Arbeit müssen die Forscherteams lokale Bedürfnisse und Potenziale erkennen und ressourceneffiziente Lösungen testen. Das Projekt läuft bis Ende März 2023. Es wird gemeinsam mit 33 Städten und Organisationen koordiniert. Gefördert wird es von der EU-Kommission mit rund 14 Millionen Euro. Filme für internationale Kurzfilmtage in Oberhausen gesucht.
Die internationalen Kurzfilmtage in Oberhausen starten in die Vorbereitungen für die 65. Ausgabe. Ab sofort nimmt das Festival Filme für die Wettbewerbe der Kurzfilmtage vom 1. bis zum 6. Mai 2019 entgegen. Gesucht werden Beiträge für den internationalen, den deutschen, den NRW-Wettbewerb, den internationalen Kinder- und Jugendfilmwettbewerb sowie den Moviepreis für das beste deutsche Musikvideo. Insgesamt vergeben die Kurzfilmtage knapp 41.000 Euro an Preisgeldern. Einsendeschluss ist der 15. Februar 2019. Wirtschaftsbetriebe verstärken Bewässerung. Aufgrund der nach wie vor anhaltenden Hitze- und Trockenperiode haben die Wirtschaftsbetriebe Duisburg den Bewässerungsrhythmus für die Sommer- und Staudenbepflanzung der frisch gesetzten Hecken und Jungbäume aufgestockt. In der letzten Woche wurde bereits der Fuhrpark für die Bewässerung von 7 auf 12 Fahrzeuge erhöht. Bisher waren die Beschäftigten aus dem Bereich Grünflächen nur werktags von Montag bis Freitag im Einsatz. Ab dieser Woche sind alle Fahrzeuge auch am Samstag im Einsatz. So werden nun in der Woche 432.000 Liter Wasser im Stadtgebiet auf die Pflanzen und Bäume aufgebracht. Diese Menge ist vergleichbar mit 2.160 Badewannenfüllungen. Kirche hat es schwer in Duisburg. Das Bistum Essen hat seine Jahresstatistik 2017 veröffentlicht. Demnach wurden bistumsweit mehr Trauungen, Firmungen und Erstkommunionen als im Vorjahr durchgeführt. In Duisburg gibt es hingegen weniger positive Zahlen. Nach der jüngsten Erhebung zählt die katholische Kirche in Duisburg derzeit etwa 93.000 Mitglieder. Im Jahr zuvor waren es noch mehr als 95.000. Im Jahr 2010 wurden sogar über 105.000 Mitglieder registriert. Auch die Zahl der Trauungen waren in Duisburg leicht rückläufig. 2017 wurden 105 Paare getraut, im Jahr zuvor 111 und im Jahr 2010 waren es 145. Neben den Austritten ist vor allem die deutlich größere Zahl verstorbener Katholiken im Vergleich zu den Neugetauften dafür verantwortlich, dass die Gesamtzahl der Katholiken im vergangenen Jahr unterm Strich um über 10.000 gesunken ist. Sonne satt und bis zu 34 Grad. So schön und sommerlich zeigte sich das Wetter heute in Duisburg. Und auch das Wochenende startet heiß und sonnig. Das Thermometer klettert auf bis zu 31 Grad. Und die Sonne hat freie Bahn. Erst gegen Abend ziehen leichte Wolkendecken auf. 11 Sonnenstunden erwarten uns auch am Sonntag. Dafür werden die Temperaturen wieder etwas angenehmer. Eine Höchsttemperatur von 27 Grad sorgt schon fast für Abkühlung. Die ist am Montag schon wieder vorbei. Die Werte klettern wieder über die 30 Grad. Marke. Die Sonne bleibt uns auch in der neuen Woche weiterhin erhalten. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Eine Warnung an alle Autofahrer, achten Sie auf die Geschwindigkeit, denn auch am Wochenende sind die Ordnungshüter unterwegs und messen das Tempo. Geblitzt wird unter anderem auf dem Weg zum Steinhof in Huckingen und auf der Düsseldorfer Landstraße in Buchholz. Außerdem behindern Baustellen den fließenden Verkehr. In Lahr finden auf der Wertstraße zwischen Haus Nummer 41 und 95 Kanalsanierungen der Wirtschaftsbetriebe statt. Da die Kanalschächte teilweise mittig der Straße liegen, ist je nach Baufortschritt eine Vollsperrung erforderlich. Fußgänger und Radfahrer können passieren. Die Arbeiten werden voraussichtlich am 10. August abgeschlossen sein. Und in Baal finden derzeit umfangreiche Kanalbauarbeiten im Bereich Mühlenstraße statt. Die Mühlenstraße ist in Höhe der Hausnummer 17 als Durchfahrt für den Verkehr gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren. Die Busverbindungen bleiben bestehen. Hier erfolgt die Durchfahrt unter einer Regelung mit Sicherungsposten. Die Arbeiten sollen Ende August abgeschlossen sein. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine angenehme Fahrt und einen guten Start ins Wochenende.